Ja, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Rhein-Ruhr-Express, wie ihr hinter mir sehen könnt. Ich bin hier auf dem NRW-Tag in Essen und hier wird er ausgestellt. Wir schauen mal rein. Jetzt hier aus dem Inneren des Rhein-Ruhr-Express. Wir sitzen in dem Doppelstockbereich, in dem oberen Bereich. Und wir sehen hier die zweite Klasse. Es ist wirklich ein schöner Zug, der ja ab Dezember, Fahrplanwechsel Dezember 2018, in Nordrhein-Westfalen hier auf dem RE11 eingesetzt werden soll. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie er so ist. Und der erste Eindruck ist wirklich sehr positiv. Also die Sitze sind sehr bequem. Man kann hier gut sitzen und auch relaxen. Die Sitze sind aus Stoff mit einem Lederkopfteil hier in der zweiten Klasse. Und wir haben Armlehnen an jedem Sitz, auch zwischen den Sitzen gibt es Armlehnen, wirklich sehr schön. Und pro Doppelsitz gibt es auch eine Steckdose. Hier haben wir einen kleinen Tisch dabei, wo man Kaffee drauf abstellen kann. Wir haben hier Sonnenrollos, die gehen jetzt nicht mehr so gebogen wie in den anderen Doppelstockwagen, sondern die sind gerade. Aber soweit Abschiebung funktioniert, soweit ganz gut. Man hat hier unten immer noch so einen Spalt, wo man so durchgucken kann. Und nee, das funktioniert soweit schön und das mir gut. Ja, und hier in den Fenstern gibt es ja das neue Wabenmuster. Das funktioniert auch richtig gut. Ich habe es gerade mal hier auf dem Handy probiert, mit dem ich ja jetzt gerade auch filme, wie so der Handyempfang ist, und der ist echt toll. Also das spricht schon mal für eine gelungene Funktion dieser Scheiben, und es soll ja auch dann entsprechend wärmedämmend sein, sodass die Züge sich nicht zu stark aufheizen. Ja, Unterschiede zwischen erster Klasse und zweiter Klasse. Dafür gehen wir mal in die erste Klasse. Hier geht es jetzt zur ersten Klasse, die ist durch so eine Schiebetür getrennt. Ansonsten ist der Zug ohne Schiebetür. Also es gibt hier in dem Zug ja, die ganzen Wagenübergänge, sehen wir gleich, sind ohne Schiebetür. So, wenn wir jetzt da durchgeht. So, wir sind jetzt hier in der ersten Klasse. Hier gibt es volle Lederbezüge und wir haben Tische, also größere Tische als in der zweiten Klasse, und man kann hier so aufklappen und vergrößern. Und dann gibt es hier unten noch zwei Steckdosen, also wirklich für jeden eine. Und ich kann hier den Sitz noch so ein bisschen nach vorne verstellen und nach hinten verstellen, um dann meine Sitzposition etwas angenehmer zu gestalten. Ansonsten hier oben an die Ausstattung ist die gleiche. Ich habe auch wieder zwei Leselampen, ich habe entsprechend Ablagen. So wie in der zweiten Klasse auch. Auch hier habe ich natürlich überall Armlehnen zwischen den Sitzen und auch auf der rechten Seite des Sitzes. So, hier sind wir jetzt im unteren Teil der Doppelstocksektion. Und wie man sieht, hat man eine sehr gute Kopffreiheit. Wir haben viele Informationsbildschirme hier, um die ganzen Informationen anzuzeigen. Die sind auch gut lesbar, auch jetzt an einem sehr hellen Tag wie heute. Also da sehe ich überhaupt keine Probleme. Auch die LEDs hier machen ein sehr schönes Licht. Und ja, das ist wirklich sehr schön. Auch wie gesagt, Kopffreiheit ist gut. Es gibt eine Stelle hier vorne. Hier, wo ich jetzt stehe, da ist es ein bisschen eng. Aber ich mit meinen 1,82 kann da eigentlich auch ganz gut hergehen, ohne jetzt den Kopf einziehen zu müssen. Und ja, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Und hier hinter mir sieht man jetzt nochmal den Bildschirm und eine Überwachungskamera. Auch hier auf den Zwischenebenen gibt es nochmal Monitore, also das ist wirklich sehr gut. Hat man eigentlich von sehr vielen Plätzen aus einen sehr guten Überblick darüber, welche Informationen es so gerade gibt. Ja, auch hier die Wagenübergänge sind ganz ohne Türen, also man kann einfach so durchgehen wie in einem Triebwagenzug von einer S-Bahn oder so. Also das ist auch sehr gut. Gucken wir einmal in die Toilette rein. Ja, also wie ihr seht, große Toilette, viel Platz, Spiegel, Haltestangen, Waschgelegenheit, Desinfektionsmittel, Mülleimer, alles sehr übersichtlich, viel Platz, klar beschriftet. Ich denke, eine ja, angemessene Toilette, wirklich schön. So. Guten Tag. Guten Tag. Das ist der Führerstand. Das ist der Führerstand, so sieht's aus, genau. Ganz hervorragend. Schon mit
großem Technik-Equipment hier. Ja, mit großem Technik-Equipment hier. Einmal schauen, darf man sich auch mal hinsetzen? Da, Claudio, das ist ja super. Das sieht fast aus wie in meinem Zugsimulator. Also, das ist Realität, weil 3D ist doch auch besser. Genau, auf dem Rechner. Können wir ja Standpunkte eigentlich schon machen, oder? Hast ja, du meinen Sitzer? Sogar mit Notleiter, ja, Wahnsinn. Ja, genau, weil wir jetzt leider keine Führerstandstüren haben. Das sieht man in Notleiter. Ja, dann. Wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann nur zu. Was sind das für Geräte? Das hier ist Zugfunkgerät. Ja. Damit kann ich halt Fahrdienstleiter, Weichenwärter und sonstiges ansprechen oder nicht ansprechen lassen. Fahrgastinformationssystem, also für Haltestellenansagen, Zielanzeige etc. pp. Ja. Leuchtmelderblöcken fürs Diagnosesystem, Störungen am Fahrzeug, ja. Durchsage für Fahrgastraum, Notsprechstellen, über das Spanhalsmikrofon hier halt. Ne? Okay. Bedienelemente Türfreigabe, okay. Bedienelemente PZB, Hauptschalter Stromabnehmer, Fahrtrichtung wählen, alle Traktionssperren überbrücken, um aus dem Gefahrenbereich rauszukommen. Geschwindigkeitsanzeige für Zugbeeinflussung, technisches Diagnosedisplay, rechts auf der rechten Seite die Fahrplanangaben, ne, als elektronischen Buchfahrplan, hier die Rückfallebene dazu noch in Papierform, Fahrbremsschalter, nach vorne fahren, nach hinten bremsen, ja, das sind so die Hauptkomponenten hier. Und das ist der Zündschlüssel, mit dem sozusagen, genau, los, den Motor machen, ne? Genau. Nein, damit besetzen wir den Führerstand, damit schalten wir den Führertisch aktiv, damit wir überhaupt hier irgendwie arbeiten können. Ah, okay. Kein Schlüssel, keine Bedienhandlung am Führerstand möglich. Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank. Ja, gerne. Einen schönen Tag. Jo, auch so. Tschüssi. Aus meiner Sicht ein rundum gelungener Zug. Ich hoffe, dass er im Praxiseinsatz dann genauso gut funktioniert wie, wie erwartet. Ob er die Erwartung erfüllen kann. Wir werden sehen. Also im Dezember gibt es dann ein kleines Update-Video, wo ich euch dann nochmal den Rhein-Ruhr-Express im fahrenden Betrieb zeige, wenn ich dann damit unterwegs bin. Und dann werden wir sehen, ob er das, was er heute hier verspricht, dann auch halten kann. Bis dahin, alles Gute, schöne Zeit, macht's gut, tschüss.